Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Orcs Must Die 2, wieder mit Mr. Ronkiwi. Hallöchen. Und das Level diesmal ist in der Klemme. Und ja, wir brauchen gar nicht so viel sagen, wir starten einfach mal gleich. Und das war wirklich eine Karte, die, also wo wir die Story gespielt haben, da haben wir, war das glaube ich die erste und einzige Karte, wo wir wirklich gefailt haben. Das war die große, die allmächtige. Ja. Fehlerkarte. Okay, so, dann gucke ich mal. Was hast du denn heute so zum Anbieten für also, Fallen? Also ich habe wieder die gleichen Fallen wie voriges Mal. Teerfalle, Heilbrunnen, Bogenschützen, die Wandfeilschießfalle und Ring der Blitze und meine Standard-Schrotflinte. Ich habe gerade gesehen, ich habe eine Falle zu wenig. Ach nee, doch nicht. Ich dachte gerade, jetzt ist eine Falle zu wenig ausgebildet. So, meine Falle sind. Ich habe diesmal den Säuresprüher zum Verlangsamen benutzt. Und dann habe ich jetzt Fallen, die Gegner in der Luft schweben lassen. Keine Ahnung, was sie bringen. Kenne ich teilweise einmal aus dem ersten Teil noch, aber sonst gar nicht. Welche Seite mir geht oben? Ich habe hier, glaube ich, schon meine Seite. Ich weiß jetzt nicht. Also ich hab Norden die und Westen gehört mir, denn hast du den Osten und den Süden. Ich sage einfach, ich habe hier die blau leuchtende Seite und du die rot leuchtende Seite. Was? Blau leuchtende Seite? Also bei mir ist Säure und bei dir ist Lava. Vor. Schuh. So war das. Ja, ich habe die rote Seite, ja genau. Dann kommt alles so. Gut. Meine Seite habe ich jetzt schon mal voll mit Bogenschützen ausgerüstet. Okay. Da du mir ja noch keine von abgegeben hast. Ah, die schießen ja auch auf deine Gegner. Ach ja, und wir haben hier wieder Gegner aus der Luft. Das ist auch noch ein... Ich sage ja, mal... Ja, deswegen braucht bei mir nämlich auch welche dahin. Mati, Verdrescher kommen bei dir nächste Runde, okay? Ja. Okay, und bei dir nächste Runde Bogenschützen. Darf ich starten? Du kannst starten. Ich starte gleich erst. Oh, na gut. Ich kann warten. Wir haben ja... Ich weiß noch, als ich das im Singleplayer gespielt habe, diese Map. Na, das dürftet ihr bestimmt noch nicht gesehen haben, aber die Folge würde gleich bald rauskommen. Und, Alter! Und jetzt kommen sie von hier. Die kommen von alle vier Seiten schon. Das soll ja anfordernd sein. Ja, endlos, aber es soll ja nicht endlos scheiße sein. Ich hab total... Meine sind schon leicht tot. So... Oh, die schießen auch auf die. Und oben geht's ja gleich schon weiter bei mir. Oh, ich hab einen Totenschädel. Habe ich gehört. Das Geräusch, wenn man einen Totenschädel aufsammelt, kommt auch bei mir an. Ich muss mal meine Maus hier in langsamer stellen. Du und schnelle Mäuse. Oh, Hammer! Jo. Das ist eine coole Sache. Dass durch Luftströme, dass die Monster die Orks nach oben geschleudert werden. Die Monster. Seit wann sind Orks Monster? Orks sind niedliche kleine dumme Tiere. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Glaube ich. Haha, bei mir kommt noch nichts von oben. Aus der Luft kommen noch keine, oder sind die dafür hier ausgeschaltet? Bei dir kommt gerade was aus der Luft. Oh Gott. Ja, die werden zum Glück angeschossen. So. Gut, jetzt kümmere ich mich mal um oben. Da ist gerade das meiste los. Boah, wie, weißt du noch, wie viele Wellen das im Single... Oh, jetzt habe ich jetzt auch die Luft. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr geht da nicht rein. Oh, du bist schon... Ja, ich habe auf die unteren Seiten nicht geachtet. Das war doof von mir. Ja, allerdings war es doof von dir, Martin. Ach, bei mir kommt ja auch wieder was. Na gut. Ja, ich komme schon mit meiner Wolke da drum. Wo komme ich nochmal hier raus? Ah, Mensch. Das ist meine Seite, Martin. Ja, sehe ich. Damit klar. Noch kein einziger Ogre. Noch nicht. Die werden voll weggeschleudert. Das ist Hammer.
Die werden gerade zum Portal geschleudert, gerade durch diesen Verdrescher. Das hat die. Das habe ich gerade. Da habe ich gedacht, boah, Hammer. Ah, wer. Das war schon. Ich warte mal die Wellen ab und dann baue ich erst. Ah, die kommen bestimmt. Ja, hier kommen sie. Die kommen, weil die sind auch Flieger in der Luft, Matti. Ja, da bei mir ist kein Problem. Da habe ich Bogenschützen. Also ich meine, da schießen die gut drauf. Sieht so aus. Ja, die schießen gut. Ja, bei mir oben ist auch wieder ein bisschen was los, aber nicht viel. Hast du den Mana-Brunnen mit im Inventar? Nein. Das ist natürlich jetzt so eine ganz schön beschissene Situation. Nee. Ich wollte mal wieder ein komplett anderes Inventar anfangen. Hast du die Lebensbrunnen? Ja. Okay, dann habe ich es von dir voll bereitschaft. Matti, bei dir kommt einer durch. Gottes Willen, warum? Ja, ich habe ihn. Hab ich gerade gesehen. So. Warte mal. Jetzt kann ich endlich bauen. Guck mal, du kriegst einen von mir. Bin ich nicht, Donnerwetter. Na, dann krieg... Na, das ist so bin. Nein, warte. Ich verkaufe eben was, dann kriegst du noch einen zweiten. Na gut, wie du mir, so ich dir. Du kriegst schön zwei Bogenschützen. Alter, du bist so fies. Meine kosten 700, deine Bogenschützen sind ein bisschen günstiger. Gut, ich bin nett, 4. Oh. Nee, ich brauche, du Krim. Mein nächste, sag ich mal, Gehpause sozusagen. Okay, mache ich dann wieder, weil ich brauche meinen. Ich habe meinen bei mir sogar extra einen für dich abgebaut, ein Verdrescher. Oh, wie nett du bist. Ja. Danke. Geht los, ne? Ja. Weiß nicht. Hab ich gerade dazu gebracht, dass es losgeht. Fickt euch doch. Na, so welche Ausdrücke hier. Wir sind hier nicht auf RTL. Ja, deswegen nicht so welche Ausdrücke. Weiß ich. Ach nö, die Dinger. Und ich treffe sie nicht. Nimm doch die Primärwaffe von der Gewitterwolke. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und ich sehe schon wieder, dass ich verpennt habe, oder? Nee, ich habe mich verkrückt. Doch. Du hast verpennt, Matti. Ja, das wird noch spaßig hier. Du musst einfach mal auf die Karte gucken. Ja, habe ich ja gerade, sonst hätte ich die nicht gemerkt. Aber Matti, ich muss schon sagen, heute habe ich eine Siedleraufnahme gemacht. Da muss ich sagen, boah, ich war selbst von mir überrascht, dass ich dieses scheiß Level schaffe, was ich sonst nie geschafft habe. Süße. Geil! Er schleudert einfach die Gegner woanders hin zwar, aber er schleudert die auch nicht teilweise in Lava rein, die Verdrescher. Gerade hat Skype sich hier gemeldet, hier wird immer noch im Hintergrund. Der macht doch einfach auf als Offline anzeigen. Ist auf Offline angezeigt, aber trotzdem kann man mir ja noch was schreiben. Ja. Na gut. Oh, warum nehme ich eigentlich nicht das Portal? Das wäre viel einfacher. An die Arbeit. Ganz genau, warum machst du es nicht? Kommen hier auch welche? Ach, das wird immer noch extra gesagt. Achtung, Flieger. Na gut. Oh, jetzt sind Leute unterkühlt. Das ist doch geil. Na gut, wenn hier keine kommen, dann nicht. Die Wellen sind so easy. Weißt du noch, die ersten 5 Wellen im Singleplayer? Ja, ich könnte mir vorstellen, weil wir hier... Warte, was wollte ich jetzt sagen? Weil in diesem Level nicht viele Spalte sind. Ja, das stimmt. Gott, ich habe eine Fliege am Hals, das... Und aber gerade aus dem Grund müssten ja eigentlich schwierigere kommen und nicht einfacher. Wow, bei mir, ich habe gerade verpennt. Was der Oger hier für Schaden. Fickt euch doch alle ins Knie, Alter. Oh Gott, jetzt habe ich... Die Fliegedinger kommen durch, Matti.
Bei mir hast du noch keine Bogenschützen hingesetzt. Komm, in der nächsten Pause. Ich hab dir ja gesagt, ich hab dir 4 hingesetzt. Los geht's! Ja, jetzt kommen sie von da, das war. Und war gerade die Tonaufnahme voll verrutscht, verzogen, verdingstens. Mein Ton oder was? Nein, meiner. Aber so, als ob du so eine Kassette vorspulen würdest. So war das. Bei mir ist nichts mehr los. Ah nee, doch, bei mir ist was los. Was sage ich denn? Wow. Oh, doch, da ist auch noch eine Menge los. Wow, da kommt er. Wird mal hier ein bisschen verdrescht, der blöde Oger. Ach, du hast gerade auch einen gekriegt? Ja. Meiner ist tot. Meiner ist auch tot und mein Erdling und die Dinger sind auch tot. Du hast Erdlinge? Erdelementar war das, so. Kam eben nicht auf den Namen. Jetzt, so, jetzt baue ich dir mal einen ganzen Haufen Bogenschützen. Gut, ich muss bei mir erstmal sehen, dass ich da was hinkrieg, weil ich muss da ein paar Sachen verkaufen erstmal, weil die bringen noch nichts. Die bringen später erst was in der Masse. So, jetzt gucken wir eben hier oben, da ist nichts mehr. Nee, gut. So. Okay, jetzt kriegst du noch Verdrescher. War bei dir oder bei mir die Schwäche? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind ziemlich gleich momentan. Okay. So, ja, möchte ich dieses Scheißteil setzen. Sollt ihr erstmal so eine Bodenfalle hier vorsetzen oder Verdrescher? Ich würde sagen, vor der Treppe setzt du mal diese Brandfalle hin. Da ist sie, glaube ich. Hier? Ja. Da? Bei mir auch genau da. Oder? Ich weiß nicht, ob die. Ja, ich würde sagen, also eine. Okay, gut. Dann kommt Verdrescher jetzt nochmal einer hinzu bei dir. Jo. Wo soll ich den hinsetzen? Hier nochmal erstmal komplett vervollständigen oder da hinten anfangen? Da so. Ja, gut. Okay, gut. Dann machen wir es so. Jetzt gibt's was Feines. Gebongt. Scheiß Pioniere, ey. Pioniere, aber die werden ja von den Verdreschern, glaube ich, auch mit. Bei dir sind sehr viele, Matti, bei dir sind Pioniere. Ja, sehe ich. Bin ich. Ganz blind. Nur Vorwand. Habe ich mir geholt. Nein. Oh, das wird schon erledigt. Mensch. Ja, jetzt hast du volle Bogenschützen. Ja, ich muss mich jetzt schon um weniger kümmern, das ist voll ungewohnt. Und du musst dich jetzt auch um weniger kümmern, weil meine Bogenschützen bei dir auch einige Arbeit erledigen. So. Ich bin fertig. Du bist fertig. Du kannst mal herkommen. Ja, ich bin auf dem Weg. Hab noch einen Troll vor mir. Das ist immer so genial, wie er sich auf die Nase packt, ey. Also, der AG-Problem wie so ein 3-Jähriger oder 4-Jähriger, da sehe ich manchmal nochmal. Das. Hallo? Tja, das war meine Gebühr, dass ich bei dir vorbeigeschaut habe. Oh, Martin, du bist ein Arsch, ey. Ich nehme nächstes Mal auch Gebühren, aber dann nehme ich den Herr Geldsack. Ja, den nächsten Herr Geldsack kriegst du. Ich habe den vorigen schon gehabt. Du hattest schon Herr Geldsack? Ich habe noch gar keinen Klingeln gehört. Ja. Ich dachte, bei dir wäre Klingeln Dauerzustand mit deinem Tinnitus. Oh, Mensch, deine Witze werden auch immer lustiger. Ja? Danke schön. Hast du ein Witzebuch gelesen oder was? Ja, Gronks Witzebuch, das habe ich mir angeguckt, das war. Oha, oh Gott, nee, noch niveauloser, das geht ja fast gar nicht mehr. Sag bloß nichts gegen Gronk hier. Nein, das war nur ein Spaß, also nicht niveaulose, es ging nur um Witze. Achso. Ach so. Die waren, nein, die sind nicht niveaulos, die sind einfach nur witzlos.
Ach Mensch, ich hab geschlafen. Oh Mensch, wenn du deinen hübschen Pöter mal hierher bewegen könntest, sonst verlieren wir unser... Ah gut, gut. Bis jetzt sieht es doch nicht so schlecht aus, wie ich gedacht hab. Du würdest... Mann... Der Troll ist aber noch am Leben, oder? Ne. Oh, bei mir oben ist noch jemand. Den kriege ich. Oh, jetzt ist er verbrannt. Haha. Nochmal, kommen Sie von hier. Kommen Sie. Wow. Und auf einmal wurde ich laut. Also bis jetzt sind die ja ganz so schwer sind sie bis jetzt noch nicht. Alter, wieso kommt ein Bogenschütze von hinten angelaufen? Oh, ein Troll. Mathi, Hilfe. Nee, du hast selbst zu tun. Ich habe auch auf der Höhe einen Troll. Und ich habe einen Gnolljäger, der meine versucht, meine Bogenschützen auszulöschen. Dann musst du da schnell hoch. Hab schon geklärt, Konflikt gelöst. So. Schon wieder eine Pause? Jetzt habe ich wieder was zum Bauen. Bisschen Geld. Mensch. Verdrescher kriegst du wieder nächste Runde. Aber dann komplette Packung. Dass wir dann auf dem Gleichstand sind, denn. Kommt schon! Also haben wir sozusagen eine Linie, die nicht so viel aufgepasst werden muss, und eine, wo du mir ein bisschen mehr machen musst. Denn mal mit Unterstützung. Theoretisch könnten wir uns auch auf eine komplette Seite die automatisieren, dass es sich nur um dass nur Fallen da sich drum kümmern müssen. Eine Seite so ausstatten, dass du zwar auch gute Fallen hast, aber dass du auch selber mehr drum kümmern musst. Hörst du das? Hast du das Klingeln gerade gehört? Ja, das war mein Tinnitus. Achso, na gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann haben wir wohl beide Tinnitus. Jetzt so ein bisschen Klingel-Sound. Wow, Feuer-Oger. Fick dich doch ins Knie. Fick dich. Der hat's durchgeschafft, der Feuer-Oger. Meiner nicht. Hoffe ich zumindest. Also nicht durchgeschafft bis zum Spalt, sondern durchgeschafft. Geh zurück. Scheiß Feuerwehr, ey. Ja, jetzt schalten sich die Bogenschützen hier aber auch mal ein bisschen ein. Ja, die haben jetzt mal richtig schön. Also Herr Geldsack befindet sich auf meiner Seite. Den nehme ich denn. Gerne. Ja. Dafür baue ich auch auf deiner Seite weiter. Warte, lass ihn nochmal eben am Leben. Ich will eine Sache testen. Zu spät. Ob ich ihn verzaubern kann. Gut, jetzt habe ich eine Seite komplett bei dir. Hier hättest du aber noch welche hinsetzen können. Ich habe kein Geld mehr. Na gut. So, oder hinten geht alles Schrott, oder? Ja. Das ist doch schön. Okay, gegen die Erdfürsten. Erdfist. Ist meine. Von meiner Standardwaffe, also die Schrotflinte, diese Bomben, da sind die sehr anfällig für. Also im Moment sind die Erdfürsten noch sehr einfach, muss ich sagen. Noch, ja. Noch. Das wird ja aber noch stärker. KWM. Das ist meine Menge. Lebensflasche. So.
Oha. Oha. Wie kamen die so weit da durch? Oha, Erdfürst, 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 Erdfürst. Sag was, ne? Also. Also, ich habe gerade noch ein bisschen was zu tun, aber sonst bin ich gleich arbeitslos. Ich bin arbeitslos. Danke. Bitte? Oh. Oh, wieder einen Totenkopf gekriegt? Ja. Nur einmal her hier! Bitteschön. So. Nochmal ein zweites Gewitter dahinter setzen. Fertig. Au, diese schießen Brandpfeile hier. Marty, hast du schon jemals in dieser Map die speziell dafür gedachten Fallen genutzt? Zum Beispiel dieser Räuber auf dem Baumstamm? Ja, einmal, aber aus Versehen. Dafür habe ich. Da war Herr Geldsack sofort tot. Sofort? Ja. Also ich habe die noch nie benutzt. Oh, es sind ja schon zwei durchgekommen vom Leben her. Okay. Haben wir das nicht? War es nicht auf deiner Seite? Weiß ich nicht. Bei mir sind keine durchgekommen eigentlich. Auf jeden Fall habe ich es nicht gemerkt dann. Ich meine, da war irgendwie was auf, oder? Dann habe ich mich, sonst hätte ich mich geirrt. Oder ich habe mich aufgepasst, das kann ja auch sein. Also ich habe noch was zu tun. Achso, ich komme gerne. So. Gut, dann soll ich mich um meiner Seite lieber kümmern oder auf deine Seite erweitern? Bau die mal hier ab. Also nimm die mal weg hier. Die? Alle drei. Okay, dann und setz sie mal in die erste Reihe hin. Und dann Okay. Setzt du da noch einen dazu und dann. So. Mehr kann ich nicht. Ja, okay. Ich werde auf meiner Seite die auch nochmal versetzen. Weil da hinten bringen sie, glaube ich, nicht ganz so viel. Ich werde die nämlich. Die erste Reihe hier, die hier ist, werde ich weiter nach vorne setzen. Weil hier sind die am wichtigsten, finde ich noch. In der ganz. Weil hier haben sie den kürzesten Weg zum Spaltpunkt. Deswegen sind die Deckenfallen hier noch am wichtigsten. Ich habe die bei mir versetzt, ich habe die oben hingebaut. Zwei Reihen. Auf der Karte sieht man nur eine Reihe. Eine Reihe und noch eine. Nicht ganz verendet. Okay, das ist doch verendet. Dann habe ich nichts gesagt. Wir können anfangen. Gleich. Ich baue bei mir dann auch nochmal eine Reihe weiter nach vorne. Dann werde ich schon weiter vorne ein bisschen geschädigt. So. So, und wenn ich das habe, werde ich. Perfekt. Das ist doch schön, wenn es perfekt ist. Ja, ich denke, es wird jetzt effektiver sein als vorher. Mal gucken, ja, das sieht schon mal besser aus. Komm weniger nach unten durch. Weil das eigentlich ist der Trick hinter den ganzen Sachen so ein bisschen immer die Truppen nicht so auf ganz große Truppen lassen, sondern so immer so ein bisschen verkleinern. Weißt du, was ich meine? Dass man die Truppen so ein bisschen spaltet, die dann kommen. Die kommen. Ja. Dass man sozusagen an einer Stelle so richtig geile Sachen hat und dann auf einer Stelle schon wieder nix. So baue ich nämlich gerade ein bisschen auf. Okay, so. Ah, die Bogenschützen machen schon keine schlechte Arbeit. So, jetzt nehme ich auch mal meine Gebühr. Na gut, dann ist es wieder ausgeglichen. Nein, ich glaube, du hast einmal öfters Gebühr genommen. Nein, ich habe auch nur einmal Gebühr genommen. Doch, ich bin die GEZ, ich habe es verzeichnet.
Ja. Wo oben ist mal wieder richtig. Oh, ich habe zwei Bergtrolle hier. Ich weiß nicht, was ich da oben habe. Jedenfalls habe ich oben viel. Was verstreut. Ich gebe dir einen Tipp: gegen den Bergtroll hilft perfekt die Blitze, also die Gewitterwolke. Obwohl er eigentlich aus einer bergigen Region kommt, wo Blitze alltäglich sind, helfen Blitze. Tja. Also da ist er ganz anfällig für. Auf jeden Fall bei mir habe ich ihn damit schnell weggekriegt. Mit meiner kriegst du auch sehr schnell weg damit. Mit meiner Schrotflinte habe ich da fast gar keinen Schaden gemacht. So. Das ist schön, dann hat man hier nur mal einen rumlaufen. Oh, schön. So. Keiner kommt vorbei. Jetzt kommen sie bei mir nur von hier jetzt. Flieger kommen auch wieder. Ja. Okay, da muss ich dann noch was verbessern da auf der Seite. So. Oh, der nächste Herr Geldsack. Du kannst den haben, wenn du bei mir Deckenfallen anbringst. Gut. Dafür nehme ich aber dann auch noch eine mit für mich. Oder nein, ich mache bei dir nur Deckenfallen. Ich habe ja. Hast du gerade Zeit? Warum sieht das bei dir nicht so pralle aus? Ich habe ein paar Erdflüssen vor meiner Haustür. Ich komme. Auch nämlich unbedingt Hilfe, Matti. Auch unbedingt Hilfe. Oh Gott, die sind durch. Noch zwei Erdfürsten, Alter, fickt euch das Knie. Wir können dann auch gleich zu meiner Weite weitergehen, weil meine sieht da auch nicht. Ja. Sofort zu meiner Seite, den noch. So. Oh, er Geld sei, nicht, dass er Geld sei noch durchkommt. Oh, das wäre scheiße. Mach die doch mal lieblich. Ah gut, Herr Geldsack ist. So. Wo willst du denn welche haben? Wir haben hier noch Gegner. Ach so. Ja, jetzt ist. Ja, direkt dahinter eine Reihe am besten. Oder hier nochmal verteilt da. Nee, nee, direkt dahinter. Okay, gut. Okay, danke schön. Matti, darf ich dir nochmal eine Sache zeigen? Wo ich vielleicht bei dir noch welche hinsetzen könnte, wo ich bei mir die umgelagert habe. Ich habe nämlich die von da vorne. Ja, aber ich würde erstmal sagen, dass du da vorne machst. Da vorne ist nämlich viel, viel wichtiger. Ja, aber dann hast du schon von vornherein mehr Gegner auf einer Seite. Aber Matti, kannst du mir auch mal ein paar Terfallen setzen? Ja, kann ich in der nächsten Runde machen, wenn du mir. Dann okay. Sagst du mir, wo sie hin sollen und dann kriegst du mit. Gut. Da, wo sie bei dir auch sind. Weil ich hab einfach kein Geld für sowas, weil ich einfach mich nur um Deckenfallen kümmere. Oh Gott, die Viecher. So. Welche Viecher? Zyklopenmagier? Ja. Also die kann ich ja beim besten Willen nicht ab. Oh ja, das weiß ich. Aber ich hab sie. Was zu? Zum Glück. Ich sag doch mal Glückwunsch. Das ist lieb gemeint. Nicht nur lieb gemeint. Oh, irgendwo ist so ein Hackstückler, glaube ich, oder? Der ist nicht bei mir. Oder sind die nächsten. Luftviecher sind bei dir. So. Ja.
Nein! Ich habe auf mein Leben nicht geachtet. Ich wollte da jetzt schnell. Ja, es ist. Es ist blöd, aber es ist so. Aber sie sind. Ach, ich bin auf deiner Seite. Warum bin ich. Sie sind weg. Ja, ich wollte gerade sagen, sie sind wirklich weg. Das Hallo? Ist meins. Wir sind auf meiner Seite. Na und? Kommt schon! Gebühr. Na los, jetzt aber. Welle 17 sind wir schon. Ja. Nicht schlecht. Okay, jetzt kann ich bei dir auch erstmal noch nichts bauen. Jetzt brauche ich selber mein Geld. Oh, die müssen weg. Knolljäger, Knolljäger, Knolljäger. Nein, bei mir ist auch, bei mir ist einer. Oder? Und ein Sumpftroll. Sumpftroll ist nicht schlimm. Knolljäger ist umso schlimmer. Okay, bei mir. Alter, was ist durchgekommen? Nee, du belebst den Sumpftroll oder so nicht wieder. Steht er gleich wieder auf hier? Das sieht irgendwie so. Nee, gut. Manchmal fallen die auch einfach nur so um, wenn die ja, stark getroffen wurden. Oh Gott. Hinter mir. Ati, kannst du hier nochmal was ersetzen? Machen wir gleich bei der nächsten Pause. Ach, nö. Das hat mir Scheiße gesetzt, weil ich dachte, ich hätte genug Geld. So. Das wollte ich doch gar nicht, das wollte ich. Was wolltest du, Matti? Oh, ein Zyklopenmagier. Geh auf Abstand, geh auf Abstand. Brauchst du Hilfe? Ja, doch, du könntest langsam. Lass sie alle stehen und liegen und komm her. Ja, bei dir ist ja nichts mehr Großes. Macht er sich gerade an deine Bogenschützen ran? Oder macht er sie? Oh Gott, der hat ja alle abgegrast. Ach nee, bist du da geil. Lufteinheiten waren das. Hast du da nicht drauf geachtet? Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe mich gewundert, wo stehen die denn? Hab nicht in den Himmel geguckt. Wo willst du was haben? Die Teersachen. Ja. Komm mit. Wo bist du denn? Da vorne. Hier. Wo? Hier direkt hier vorne. Nein, nein, nein. Da. Ja, am Anfang und dann so zwei, drei rein. Wie viel Geld du auch umwerfen kannst. So, mehr habe ich nicht. Okay, gut. So, denn hier muss ich gleich noch was hinsetzen. Das ist auch geil, als Wandfaller sieht so. Oh. Na, das überlege ich nochmal später. Verkaufen, so. Tja. Bist du langsam fertig? Bin. Jetzt fertig. Gut, da war ich jetzt wieder am anderen Ende. Oh, fickt euch doch. Scheiß Knolljäger, ey. Okay, ich muss nach unten gehen. Das ist wichtiger, da habe ich weniger Fallen. Viel weniger. Yo, so viele Knolljäger. Womit habe ich das verdient? Matti, da ist schon einer durchgegangen, von meiner Seite zu deiner Seite gelaufen. Alter, fickt euch doch.
Gott, der steht auf meinem Kopf. Nein. Ich bin gestorben. Na gut, dann ist das ja wieder Gleichstand. Oh Gott. Die bei dir kommt alles durch. Ja, ich habe mich um die, die nach oben gegangen sind, gekümmert. Bei dir hat er... Bei dir jetzt noch eben. Bei dir hat er alle runtergeholt. Bei mir hat er alle runtergeholt? Okay, ich habe mich... Alter, da ist einer durchgegangen. Da ist er, der alle... Kommen wir jetzt auch noch mal der etwas andere Ork. So, das war jetzt schon ein bisschen knifflig. Jetzt gibt's was Feines. Kniffeliger. Liga, in der Luft. Ja, ich helfe mal eben. So, wo hilfst du mal eben? Wow, wo ist denn Lava gefallen? Nee. Okay, weil bei mir hat die Scheißfrau gesagt, Lava ist so schön, deswegen habe ich da rausgedacht, dass jetzt irgendwer von uns in Lava gefallen ist. Nein, keine Knolljäger, bitte. So, schön. Okay, ich brauche Leben, wo ist Leben? Nein. Nein, ich bin gleich. Na. Oh Gott, was machst du denn da? Jetzt hat sich noch jemand eingefroren. Sollte man wirklich mal komplett... Oh, scheiße, ey. Alter. Wir haben hier vielleicht jemanden, den wir hier, wo wir uns drum kümmern sollten. Wen denn? Muss mich aber auch erstmal hier rum kümmern, dass da nicht alle durchgehen. Oh, den konnte ich jetzt nicht mehr. Oh, jetzt hat er mich. Nein, jetzt konnte er durchrennen. Es sieht ganz schlecht aus gerade. Alter, scheiße. Und jetzt kommt noch der Geldsack. Nein, nicht Herr Geldsack. Nicht Herr. Nein! Oh nee, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Die Schonzeit ist vorüber. Sehr bitter. Oh, da kommt ja eine schöne Armee. Von netten. Ich bleib jetzt hier auf der Seite und achte jetzt darauf, was da jetzt kommt. Ich wandere jetzt nicht mehr so viel rum. Jetzt treffen die Dinger mich auch noch. So, Feueroger. Und nochmal. Und. Na, wie lange haben wir jetzt schon. Oh, es ist schon Viertel nach sieben. Also, wir haben schon ein bisschen dran gespielt. Ja. Aber wir haben nur noch zwei Leben. Also, das sollte uns zu denken geben. Und wir haben keine Bogenschütze mehr. Ja, ich weiß nicht, ob nochmal. Ich glaube, ab 20 kommt nicht mehr wieder, dass sie wiederbelebt werden. Ich weiß nicht mehr ganz so schnell. Oh, ein gepanzerter Ogre. Ich brauche dir hier Hilfe, auf jeden Fall. Die Ogre rennen hier so durch und haben mich getötet. Es ist scheiße. Und wir haben es geschafft bis zur 21. Welle. 20. Die haben wir gemeistert und wir sind gerade in der 21. so rum. Na gut, aber es war, also ich fand, es war auf jeden Fall ein schwereres Level als sonst. Ja, also gleich von Anfang von vier Seiten. Jeder hatte zwei Seiten, sonst bei dem einen Level haben wir zu zweit eine Seite nur aufpassen müssen. Aber na gut, wie auch zuvor gesagt, das ist alles nur eine Sache der Übung. Wir haben das jetzt zum ersten Mal gespielt und wir haben auch, wie schon gesagt, in der Kampagne... Oder in der Story haben wir hier auch nicht, waren wir hier auch nicht wirklich gut, aber ich glaube, 20 ist ganz okay. Das ist ganz okay, vor allem für diese Map. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten
und letzten Level wieder. Bis dahin und ciao. Ciao.